Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ich bin ja ein großer Verfechter und Verteidiger der Gleichberechtigung, meistens von Männern und Frauen. Und deswegen habe ich für mich so ein paar Regeln zurechtgelegt. Bevor ich in einen Supermarkt gehe, also meistens bei Aldi, schaue ich erstmal rein und ich gehe erst in den Laden, wenn ich gesehen habe, dass ungefähr genauso viele Männer wie Frauen in dem Laden sind. Sehe ich dort eine Überzahl von Männern, dann warte ich vor der Tür, bis die Zahl der Männer kleiner und die Anzahl der Frauen größer geworden ist. Und deswegen habe ich mich sehr, sehr, sehr über das brandenburgische Paritätsgesetz gefreut, dass nämlich genauso viele Frauen wie Männer im brandenburgischen Landtag vertreten sein müssen. Und jetzt hat das brandenburgische Verfassungsgericht dummerweise dazwischen gefunkt und diese Regelung, die der Gerechtigkeit und der Gleichberechtigung dienen sollte, vom Tisch gewischt, einfach so. Indem es erklärt hat, dieses brandenburgische Paritätsgesetz sei verfassungswidrig. Gut, auf diese Weise habe ich erfahren, dass diese Richter diesmal richtig der Regierung in den Arm gefallen sind. Und so sehr ich für die Gleichberechtigung und die Gleichbehandlung bin und für die Gleichzahl von Männern und Frauen in öffentlichen Funktionen, vor allem an den Stahlhochöfen und in den Operationssälen, wo es auch unter den Chirurgen eine unglaubliche Minderzahl von Frauen gibt, so sehr ich dafür bin, dass diese Gleichstellung endlich vollzogen wird, so gut fand ich das Urteil dieses Gerichts. Und ganz im Ernst, manchmal denke ich, Halleluja, dass wir noch Gerichte haben, die den Unsinn wieder zurechtrücken, den die Regierung und das Parlament beschließen. Und in dem Falle muss man sagen, die Regierungen und die Parlamente, weil es ja eine ähnliche Regelung, glaube ich, schon in Thüringen gegeben hat, die auch vom thüringischen Landesverfassungsgericht abgewehrt wurde. Und die gleiche Initiative läuft auch auf Bundesebene, weil ich meine, das Land hat sonst keine anderen Sorgen. Es muss genauso viele weibliche wie männliche Abgeordnete auch im Bundestag geben. Und dafür streitet in der Tat eine überparteiliche Initiative. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht wird irgendwann ein Umweg gefunden werden, in dem dieses Gesetz differenziert wird. Keine Ahnung wie. Also, dass in diesen Zeiten sich die Parlamente mit solchen Fragen beschäftigen, finde ich schon sehr, sehr gewagt. Aber eben nicht mutig, sondern überflüssig.